Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Mario Kart Wii Hackpack. Heute zu einer ganz speziellen Folge, denn heute kommen einige coole Strecken, wie ich finde. Es ist heute der Pixel Pinguin Suit Cup mit den Strecken Melody Motorway, SMG Star Festival, SM64 Castle Grounds und SM64 Cool Cool Mountain Slide. Dabei handelt es sich um das Sternenfestival von Super Mario Galaxy und zwei Stages von Super Mario 64. Also viel, ja, interessanter Kram heute. Den Anfang macht eine Strecke, die angeblich neu ist. Zumindest steht hier nicht, aus welchem Spiel sie ist, aber ich weiß tatsächlich, dass sie aus dem Mario Kart für den Nintendo 3DS ist. Müsste Mario Kart 7 sein. Dort gab es die Strecke bereits. Und das ist schade. Denn sie wird hier leider nicht als Retro-Strecke klassifiziert. Und ich glaube, ich mache mal kurz den Fernseher ein bisschen leiser. Sonst habt ihr gleich wieder so einen doofen Hall im Spiel. Also im Video dann, meine ich. Ja, sie wird hier leider nicht ausgeschildert als eine Retro-Strecke. Ne, oder als ein Remake, aber leider ist sie das, denn ihr wisst ja, Leute, die mein Mario Kart 8 Let's Play verfolgt haben, die wissen natürlich Bescheid, die sind da bestens informiert, denn dort gab es diese Strecke auch zu sehen, die ist auf Mario Kart 8 Deluxe auch wieder drauf und auch auf dem ganz normalen Mario Kart 8 für die Wii U war sie auch drauf, als Retro-Strecke. So gesehen, ja, leider eine kleine Information, die uns da so ein bisschen vorenthalten wurde. Ja, und vielleicht machen wir es jetzt einfach immer so, dass wir einfach uns direkt mal in der ersten Runde zurückfallen lassen. Ja, eigentlich hier wäre man bei Mario Kart 8 mit dem Gleiter unterwegs gewesen, könnte jetzt hier Stunts machen, während diese lustig aussehenden Noten sich auf den Boden klatschen. Das geht hier allerdings alles nicht. So, kann man hier abkürzen? Das müsste gehen. Ja, aber ohne Pilz. Na super. Muss man halt auch wissen. Weiß gar nicht, wie es bei Mario Kart 8 ist. Nee, mal gucken. Normalerweise machen wir es ja immer so, oder ich versuche es so zu machen. Erste Runde fahren wir normal. Gucken, wo sind denn Abkürzungen. Und dann schauen wir, dass wir die in der zweiten Runde nehmen können, um dann in der dritten Runde nochmal eine normale Runde zu fahren. Ja, jetzt hat sich das mit den Abkürzungen leider eh wieder getan. Naja. Ja, ist eine ganz coole Strecke. Gefiel mir auch bei Mario Kart 8 Deluxe ganz gut. Ist jetzt doch, also bei Mario Kart 8 Deluxe finde ich sie halt nochmal ein bisschen besser. Weil sich ja die ganzen Tasten an die Musik anpassen, was mega geil ist. Also hier diese Kurvenkombination, die wir gerade gefahren sind, dort fährt man ja über Klaviertasten. Und diese Klaviertasten machen dementsprechend zur Musik passend auch nochmal Geräusche, also klimpern halt dementsprechend. Und wow, durch die Noten kann ich einfach durchfahren, die sind normalerweise Hindernisse. Naja gut. Oh, aber diese... Die Noten bei den Stunts sind neu. Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Heute sind wir übrigens mit Funky Kong unterwegs, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Funky Kong, muss man natürlich erwähnen, bei Mario Kart Wii war wohl der beliebteste Charakter bei Mario Kart Wii. Was, glaube ich, weniger jetzt von seinem Charakter her rührt, sondern einfach daher, dass er als ziemlich überpowered galt. Ich weiß nicht, ob er es auch wirklich war. Ich bin mir ja nicht so sicher. Also ich bin halt immer mit Boohoo gefahren, König Boohoo, und kam damit eigentlich auch wunderbar zurecht und habe auch einigermaßen oft andere Funky Kongs geschlagen in irgendwelchen Rennen. Aber ihr wisst ja, wie es ist, Items zählen ja auch mit, ne? Und jetzt achtet mal bei Instanz drauf, wenn ihr wollt. Jetzt zum Beispiel, da kommt immer so ein kleiner Notenschlüssel, wenn man Stunt vollführt. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So. Und wir gehen natürlich wieder ein bisschen mehr Risiko. So, jetzt hier die... Ah, guck mal, da hätte ich jetzt einen Stunt wahrscheinlich machen müssen. Vermutlich. Oder einen Pilz. Bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt das Richtige gewesen wäre. Aber gut. Buff. Und wenn wir noch Zweiter... Nee, der hat ihn hinter der Linie erwischt. Naja, schön. Via Real gegen Celtic Glasgow. Eine neue Folge... Auf dem Kanal der rebellischen Rabauken. Toll. Ja. Also, die Strecke. Ich fand sie ganz cool. Es ist halt eine Retro-Strecke. Bin mal gespannt, was ihr voten werdet. Denn am Ende dieser Folge gibt es natürlich wieder ein Voting. Welche Strecke ihr am coolsten fandet.
ich muss diese Votings auch mal für die alten Strecken und alten Folgen vielmehr dieses Hacks berücksichtigen. Aber jetzt sehen wir uns das Sternenfestival von Super Mario Galaxy an. Als Mario Kart Wii Strecke. Voll geil. Oh, ich wünschte, es gibt noch viel, viel mehr Custom Tracks. Man könnte auch so viel coole Sachen machen. Allein wenn ich da an Dinge denke wie Morhun Kart, da könnte man so viele Strecken portieren. Oder auch ganz andere Spiele. Beispielsweise Soma könnte man auch streckenweise, so ein paar Dinger, hoppla, könnte man da auch als Strecke benutzen. Also mit Kreativität und natürlich dem nötigen Know-how, wo es dann halt bei mir leider scheitert, könnte man da noch einiges mehr machen. Jetzt sehen wir uns eben das Star Festival von Mario Galaxy an. Und Leute, die Mario Galaxy gespielt haben, auf meinem Kanal gab es bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zum Zeitpunkt, wo ich diese Folge hier aufnehme, leider noch gar keine Let's Play zu Mario Galaxy. Aber Leute, die Mario Galaxy gespielt haben, die werden diese Strecke... Wo muss ich denn lang? Geradeaus? Ist das richtig? Ja, ist das richtig. Die werden diese Strecke hier kennen. Oder zumindest das, wo hier eben die Handlung drumherum ist. Denn das hier ist die Intro-Sequenz von Super Mario Galaxy. Wo ist denn der blaue? Aha, der hat jetzt lang gedauert. Ja, das hier ist die Intro-Sequenz. Hier hinten kam er nie rein. Hoppla, wo bin ich denn jetzt angehauen? Das war ja seltsam. Bin ich da dagegen gefahren? Nö, oder? So, und hier kommt man, hier fängt man an zu spielen, läuft hier runter, hier sind eigentlich überall Toads, alles ist super glücklich. Und, ja, mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht verraten, weil alles andere wäre gespoilert. Und ihr wisst ja, dass Mario-Spiele für ihre krasse Story berühmt-berüchtigt sind. Ja, kommt, der zweite. Ich liebe Mario Kart Wii für seine blauen Panzer einfach. Ich habe aber auch die Items wieder auf Furios gestellt, so wie immer. So. Ja, der dritte. Alter, boah, ich dachte gerade schon, das wären zwei auf einmal. Weil in dem Moment halt noch einer angezeigt wurde, aber es war halt der. Naja, gut. Ja, und das hier ist, wie gesagt, die Intro-Sequenz aus Super Mario Galaxy. Ganz cool, dass man daraus eine Strecke gemacht hat. Die ist jetzt fahrerisch, finde ich, nicht so der Rede wert. Also es ist halt, ja, ein Standard-Track bestenfalls. Ja, also nicht besonders. Aber muss man sich auch nicht wundern, denn dieser Kurs... Oh, guck mal, hier kann man so einen Stunt machen. Denn dieser Kurs wurde ja auch nicht dafür ausgelegt, dass es eine Rennstrecke sein soll. Aber hey, dafür hat man hier... Ne, das ist genau die Kreativität, die ich meine. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ich finde das gar nicht schlecht. Mal Mario Galaxy das Intro als Custom Track zu haben. Why not? So, wir fahren mal kurz zum Schloss. Guck mal. Ja, vierter roter Panzer. Alter. Blauer Panzer, sorry. Okay, hier kann man tatsächlich nichts machen. Die Türen wurden auch entfernt, aber immerhin einen Itemblock gibt es hier. Oh. Und der gibt einem wohl immer einen Stern, wie es aussieht. Denn ich bin Erster und es wurden mir nur Sterne angezeigt. Also, wenn man einen Stern will, dann muss man auf jeden Fall da vorbei. Sollte ihn vielleicht später einsetzen als ich, weil in einem Warp bringt einem Stern ja nichts. Denn da ist man sowieso unverwundbar und wird ja auch nicht schneller durch den Stern gewarpt. Da gibt es keinen Bonus. Ja. Okay, das war's mit dieser Strecke. Fand ich, wie gesagt, also vor allen Dingen die Idee finde ich cool. Optisch umgesetzt ist es auch gut. Man erkennt es auf jeden Fall wieder und ich glaube, die Texturen sind auch größtenteils dieselben. Natürlich fehlt so ein bisschen der Flair von Mario Galaxy, weil es, man sieht zwar einen Sternenhimmel, aber es ist nicht so wirklich Nacht, sondern es sieht eher so aus, als wäre es tags. Und beim Sternenfestival war es dann halt doch Nacht und sah ein bisschen schöner aus. Aber gut. Hättet ihr denn Bock auf ein Mario, Super Mario Galaxy Let's Play? Schreibt es mir in die Kommentare oder ich mache eine Umfrage rein. Muss ich mir wieder aufschreiben, Moment. So, als nächstes sehen wir uns die Castle Grounds an. Von Super Mario 64 ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch, dass diese beiden Strecken direkt hintereinander kommen in dem Let's Play, weil, ja, es ist halt
mehr oder weniger dieselbe Strecke. Man ist wieder im Castle, also vor dem Castle. Nur, dass es hier halt ein bisschen anders aussieht. Denn in Mario 64 sah das Schloss und halt auch die Castle Grounds dann doch etwas anders aus. Aber wir schauen es uns trotzdem gerne an. Ziellinie fehlt hier leider auch. Hier muss man links fahren, stimmt das? Okay. Das ist auch die Strecke, die ich mir als allererste Strecke angeguckt habe, als ich hier dieses Hackpack mal getestet habe. Oh, okay. Das Wasserflimmern da oben sieht ungesund aus. So, man kann hier einmal rechts oder einmal links fahren. Ich fahre jetzt mal links. In der nächsten Runde sehen wir uns mal den rechten Weg an. Da sehen wir uns den rechten Weg an. Weißt du den rechten Weg? Genau. Und bei diesem allerersten Test ist mir nämlich auch die Wii abgeschmiert. Ihr habt das ja jetzt mittlerweile schon ein paar Mal miterlebt. Und das war genau... Ja, gleich kommen wir dorthin. Ja, danke schön. Der Stern hat mich einfach viel zu schnell gemacht. Und zwar war das direkt bei der Ziellinie. Also wenn wir jetzt gleich vom Dach des Schlosses runterfahren, dann halt in diese Rechtskurve rein da vorne. Warum hier auch wieder so eine Teleportabteilung ist, verstehe ich nicht. Aber guck mal, wir überleben sogar. Sehr schön. Was passiert denn? Ich bin jetzt ja eh der Elfter. Komm, scheiß drauf. Was passiert denn, wenn ich da rechts fahre? Ach, da ist eine Mauer gezogen worden. Okay, damit man das eben nicht tut. Alles klar. So, dann fahren wir jetzt mal den rechten Weg. Dann reicht dann weg, natürlich. Und dass man auch hier geportet wird, verstehe ich nicht. Man könnte doch da auch einfach springen. Ne? Einfach einen Stunt machen und weiter geht's. Aber nö. Aus irgendwelchen Gründen hat sich der Streckenersteller gedacht, hey, da muss eine Teleportmöglichkeit rein. Warum auch immer. So, das hier ist eben der andere Weg. Der... irgendwie ganz schön langsam ist, habe ich das Gefühl. Ja, der Kugelwilli ist... Wow. Wow, der Kugelwilli ist keine Hilfe. Wer von euch hat denn mein Let's Play zu Super Mario 64 gesehen? Alle mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es... Also ich muss wirklich sagen... Wir hatten da jetzt gerade zurechtlich gelacht. Ich muss wirklich sagen, die Strecke ist gut umgesetzt. Ja, also man kann ja... Da kann man wirklich nicht so viel Schlechtes dran finden. Klar, man kann jetzt sagen, es ist nicht dafür ausgelegt und so. Das ist auch in der Tat richtig, klar. Es war ja dafür ausgelegt, dass es eben das Intro von Mario 64 ist und halt auch das Outro irgendwo so ein bisschen. Ohne Spoiler, ne? Das ist kein Spoiler. Ich denke, auch bei so alten Spielen kann man da wirklich nicht mehr von Spoilern reden. Aber klar, es ist nicht für eine Rennstrecke ausgelegt, aber gerade deshalb finde ich es genial gemacht. Weil man eben diese Kurve hier zum Beispiel niemals kriegt. Nee, gerade deshalb finde ich es genial gemacht, eben weil es nicht als Strecke ausgelegt ist, aber sich trotzdem gut fährt. Also das hier ist nicht kompletter Bullshit und diesmal schaffe ich sogar die Kurve hier, trotz Stern. Na, also das ist nicht kompletter Bullshit, sondern das kann man hier echt fahren und ich werde, glaube ich, trotzdem leider letzter. Kriegen wir noch einen? Nee, schade. Letzter. Naja. Aber, wie gesagt, ich finde es gut umgesetzt. Man erkennt es natürlich auch wieder, wenn man Mario 64 kennt. Und Leute, die Mario 64 kennen, sind jetzt auch gleich nochmal im Vorteil, denn wir sehen uns ja noch eine weitere Strecke aus Super Mario 64 an. Und zwar die Mountain Slide vom Cool Cool Mountain Level. Für alle, die den englischen Levelnamen Nix kennen, die damit nichts anfangen können. Ihr seht's. Es ist Biberberg Bob. Die Rutsche aus Biberberg Bob. Und ja, auch hier eigentlich völlig obvious, ne, muss man sagen. Eigentlich wirklich völlig obvious, hieraus eine Strecke zu machen. Weil es war ja schon eine Strecke, nur halt nicht für Mario Kart, sondern für eine Rutschpartie. Und jetzt ist es das Ganze eben auch in Mario Kart Wii. Und ich finde auch hier cool umgesetzt. Natürlich dürfen hier die Pinguine nicht fehlen. Denn bei Mario 64 gab es hier ein spektakuläres Rennen gegen einen Pinguin. Die Abkürzung gibt es leider nicht. Die werden wir uns, also ich glaube zumindest, dass die nicht gibt. Die werden wir uns gleich mal anschauen und zu Gemüte führen.
glaube auch die Cheat-Abkürzung so mit von der Strecke hüpfen gibt's hier nicht, weil da fällt man halt runter. Das Spiel wartet nicht, ob man da jetzt noch irgendwo auf einem festen Boden ankommt oder nicht, sondern das Spiel setzt einen dann halt zurück. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung. Jo. Ich glaube, den kann man gar nicht schaffen. Ja. Also man erkennt es auch hier auf jeden Fall wieder. Die Strecke ist wirklich detailgetreu nachgebaut worden. Und vor allen Dingen hat man hier ein hohes Risiko, runterzufallen, muss ich ja mal ganz, ganz dolle feststellen. So, hier, Achtung. Boah, das sieht man ganz schlecht, weil der Kontrast so krass ist. Und hier wieder eine Warp-Sequenz. In dem Fall, muss ich ja ganz ehrlich sagen, in diesem Fall verstehe ich die Warp-Sequenz. Weil du halt wieder nach oben teleportiert werden musst, um die Rutsche ein zweites Mal runterzufahren. Verstehe ich wirklich. Klar hätte ich es mehr gefeiert, wenn man zum Beispiel diese Abkürzung eben entlang geworbt werden würde. Oder wenn man eben draußen, also wenn man aus der Tür rausfährt, die es ja damals gab. So, wo war jetzt die Abkürzung? Die müsste hier so sein, ne? Aber ihr seht, da ist nicht keine Abkürzung vorhanden. Leider. Wobei auf der anderen Seite... Ja doch, das hätte man ja machen können, dass man einen Stern oder einen Goldpilz braucht oder so. Also die Abkürzung war ja auch relativ lang. Wenn man es so gemacht hätte, wäre es, glaube ich, echt eine coole Sache gewesen. Aber gut, wäre vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber ich möchte hier nicht kritisieren, um Gottes Willen. Ich finde die Strecke auch hier wieder richtig gut umgesetzt. Die Rutsche aus Mario 64. Natürlich ist es jetzt naheliegend, auch die andere Rutsche zu fordern, denn es gab ja noch ein zweites Rutschenlevel in diesem schönen Spiel. Keine Ahnung, ob es die auch als Strecke gibt. Ich fürchte nein. Aber falls es sie gibt, wir werden sehen. Es ist auch mittlerweile... Ja, da konnte ich jetzt ganz toll ausweichen. Es ist auch mittlerweile, so wie ich das mitbekommen habe, eine neue Version vom Hackpack online gekommen. Wir spielen ja hier noch Version 5. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon Version 6. Ich muss mal gucken nach der Folge. Schaue ich mal, ob ich da irgendwie einen Download-Link oder sowas auffinden kann. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht gibt es ja noch ein paar neue Strecken etc. etc. Und ich weiß nicht, ob ich darauf eingegangen bin bisher. Ich glaube nicht, deswegen sage ich es jetzt gerade mal. Ich habe jetzt mittlerweile mal so euer Feedback mir angeguckt, was denn die Änderung angeht, dass Mario Kart Wii Hackpack kein Hauptprojekt mehr sein soll, sondern nur noch in Anführungsstrichen ein Nebenprojekt, was wir uns halt ab und zu mal anschauen. Es war tatsächlich ziemlich positiv, also hätte ich nicht gedacht. Die Kommentare von euch gingen so zwischen, ja, ist ja nicht schlimm, Hauptsache es wird nicht abgebrochen und ab und zu reicht ja auch. Bis hin zu gute Entscheidungen, finde ich genau das Richtige. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Hätte ja auch sein können, dass ihr da sagt, nö, finde ich jetzt komplett asozial. D-Abo ist raus, ja. Wie kannst du dieses Projekt nur abbrechen? Es ist ja nicht abgebrochen, ne? Abgebrochen ist es ja nicht, es ist ja nur, ja, etwas hinten angestellt, weil ja auch noch andere Dinge, es gibt noch andere Spiele, die ich gerne zeigen möchte. Und das Hackpack ist dann halt doch ziemlich groß. Jetzt kommt ja noch das Update, wie gesagt, zur Version 6. Möchte ich mir auch gerne anschauen. Aber ich fürchte, da wird dann halt im Zweifel mehr Strecken dazukommen, als Strecken weggehen. Und von daher werden wir uns da noch einiges anzusehen haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hier seht ihr wieder irgendwo, ne? Kanal abonnieren, dies, das, Playlists und so weiter und so fort. Vielleicht verlinke ich auch mal das Mario 64 Let's Play an dieser Stelle. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte.